Wert wird endlich gut. Nach monatiger harter Arbeit eröffnete der Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck am Sonntag den neuen Standort. Ein buntes und familienfreundliches Programm organisierte der Verein zur großen Eröffnungsfeier. Wir haben kräftig in die Hände gespuckt, ganz, ganz viele Ideen gesammelt. Viele wurden davon wieder verworfen, andere wurden aufgenommen und wir haben das wirklich alles miteinander gemacht. Aber was war genau der Grund für den Umzug? Der Grund des Umzugs war, dass wir eine Kündigung in der Marsenstraße bekommen haben und dann mussten wir uns halt umsehen, ja, wo können wir demnächst landen. Da haben wir 3/4 Jahr Zeit gehabt, ja, und geschafft. Ja, das sieht ja wirklich nach richtig viel Arbeit aus. Wir haben ganz schön viel geleistet hier, da kann man auch stolz drauf sein, oder? Ja, das bin ich auch. Also wir haben super viel gearbeitet. Und am 1.6. haben wir hier mit der Renovierung begonnen und hatten uns das Ziel gesetzt, eine Woche bevor die Ferien dann wirklich zu Ende sind, fertig zu sein. Also sprich heute der 14.8. Eröffnungstermin zu nehmen, damit, wenn eventuell noch mal irgendetwas hakt, dass man das bis zum Beginn, wenn die Ferien zu Ende sind, dann also auch dann noch erledigt haben kann. Wir schauen uns die neuen Räumlichkeiten mal etwas genauer an. Was der Verein und alle Helfer geleistet haben, ist großartig. Also das hat uns unheimlich viel Spaß gemacht, weil wir damit mit dieser Hilfsbereitschaft erstmal gar nicht gerechnet haben. Es sind also so viele Firmen da gewesen, die dann gesagt haben, ja, wenn ihr Hilfe braucht, wir machen das. Ob es jetzt um Wasserkran ging, für neue Toilettentöpfe, anbringen an der Markise, Farbspenden oder was auch immer. Also jeder, der konnte, hat also auch wirklich mitgemacht und geholfen. Und da nochmal wirklich vielen, vielen Dank an alle, die uns da so unterstützt haben. Im Laufe des Tages konnten sich die Besucher ein eigenes Bild vom Tanzclub machen und verschiedene Vorführungen erleben und teilweise sogar selbst mitmachen. So stand zum Beispiel neben vielen anderen Angeboten ein Hip-Hop-Workshop auf dem Programm. Auch für Live-Musik war gesorgt. Als einen weiteren Höhepunkt des Tages konnte man den folgenden Programmpunkt bezeichnen: Die Dancing Rebels, die sich zur WM im Jazz und Modern Dance qualifiziert haben, führten ihre Choreografie auf und ernteten einen großartigen Applaus. Wir freuen uns für den Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck und wünschen eine erfolgreiche Zeit am neuen Standort.